Ja, herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht, wievielten Folge unseres Büchergesprächs hier in der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Zu Gast ist heute Markus Villaschek, Philosoph hier an der Goethe-Universität, Kant-Forscher, wie man das dann so nennt, und Autor eines Buches, Kant, die Revolution des Denkens, das keine Biografie ist, sondern sich systematisch in 30 Kapiteln mit dem Kosmos der kantischen Philosophie auseinandersetzt. Außerordentlich gut lesbar, das sage ich gleich vorweg, ich sage es bestimmt auch noch mal. Eine wirklich großartige Einführung in das Werk dieses Denkers, der dieses Jahr seinen 300. Geburtstag gefeiert hätte, im April. Herr Villaschek, lassen Sie uns mit der Person beginnen. Was war das für ein Mann? Immanuel Kant war ein kleiner Mann, ein Mensch von 1,58 Meter Körpergröße, schmalbrüstig, sehr sensibel, sehr auch gesundheitlich immer etwas angegriffen. Aber zugleich, was alle Berichte uns belegen, ein sehr charmanter Mensch, ein witziger, geistreicher Unterhalter, der gerne in Gesellschaft war und in seinen jüngeren Jahren auch gerne ausgegangen ist und gefeiert hat. Man kennt ja immer so diese Beschreibung, Junggeselle, hat Königsberg nie verlassen, ist also, war touristisch nicht begabt, aber er war kein in sich gekehrter Nerd, wie man heute vielleicht sagen würde. Sie hatten das schon erwähnt, also er hat sehr viel Abendessen gegeben oder Mittagessen und war mit sehr vielen Leuten in Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, in Verbindung, geselliger Verbindung. Ganz genau, so war das. Also Kant ist in den jüngeren Jahren, bevor er im sehr späten Alter von 60 sich dann sein eigenes Haus gekauft hat und dann eben diesen berühmten Mittagstisch unterhalten hat, zu dem er immer sehr kurzfristig seine Gäste eingeladen hat. Bevor er das getan hat, ist er selber eben ausgegangen, hat auswärts gegessen, ist aber auch eben abends viel eingeladen gewesen, in Gesellschaft gewesen, auch in größeren Gesellschaften. Er kommt ja aus relativ kleinen, armen Verhältnissen und ist dann in Königsberg in die höchsten Gesellschaftsschichten aufgestiegen, war auch da immer eingeladen, auch in den vornehmen Königsberger Häusern und hat da eben die Gesellschaft offenbar mit seinem Charme und seinem Witz bezaubert. Von seiner Tätigkeit her hat man Schwierigkeiten, das genau zu bestimmen, was er eigentlich gemacht hat, weil er alles gemacht hat. Er hält also 40 Jahre lang Vorlesungen, so ungefähr, und zwar Vorlesungen über buchstäblich alles, was man sich vorstellen kann. Naturwissenschaft, Moral, Metaphysik, Logik, Mathematik. Ursprünglich sollte er mal eine Professur für Dichtkunst bekommen, das hat er dann aber als unzumutbar zurückgewiesen. Sie hatten das schon erwähnt, mit 60 kauft er sich ein Haus, weil er da auch zu Einkommen, zu Vermögen gekommen ist. Er ist ohnehin jemand, der eigentlich so eine Mischung aus Frühentwickler und Spätstarter gewesen ist. Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung. Einerseits ist Kant eben jemand, der schon gleich mit Abschluss seines Studiums mit 20, 21 angefangen hat, ein sehr anspruchsvolles Werk zu schreiben, das dann mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung erschienen ist, über die wahre Schätzung der lebendigen Kräfte. Das ist der Streit über das, was man heute Impuls, das Maß des Impulses nennen würde in der Physik. Da hatte Kant, meinte, eine Lösung gefunden zu haben, die aber dann sich als, glaube ich, nicht tragfähig erwies. Und außerdem war ihm D'Alembert schon zuvor gekommen. Das war etwas tragisch, aber das Buch ist trotzdem sehr eindrucksvoll und zeigt einen sehr selbstbewussten jungen Gelehrten. Und jemand, der auch, wie Sie es gerade auch schon angedeutet haben, eben zwischen Philosophie und Physik eigentlich changiert oder sich hin und her bewegt.
Aber dieses Buch, dem war eben kein Erfolg beschieden und auch eigentlich den nächsten Werken Kants sehr wenig, sodass er dann zu richtig großem Erfolg erst gekommen ist in der Zeit, als er schon Mitte 50, Ende 50 gewesen ist mit der Kritik der reinen Vernunft, wobei es auch zwischendurch schon mal eine Phase gab, um die 40, 45 herum, wo er mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben hatte, die aber dann fast wieder in Vergessenheit geraten waren, weil er eben 10 Jahre lang geschwiegen hat, wie es so heißt, also 10 Jahre lang die Kritik der reinen Vernunft vorbereitet hat. Lassen Sie uns versuchen, trotz dieser Vielfalt von Tätigkeiten, Anthropologie, Ästhetik, Rechtslehre, Theorie des Eigentums und was nicht alles, trotzdem versuchen, ein paar Begriffe zu finden, die sich durchziehen oder die Einheit von all dem bilden. Ihr Buch macht ja etwas, was bei Biografien ganz ungewöhnlich wäre. Es folgt keinem Zeitpfad. Also es ist nicht so, dass die frühen Werke zuerst behandelt werden und dann die spätesten am Ende, sondern Sie haben eher, wenn ich das richtig gelesen habe, Sie folgen eher der Intuition, dass man Kant erst einmal mit Dingen vorstellen sollte, die auch heute noch Problemlagen beschreiben, Dinge, die uns interessieren, also seine politische Philosophie, seine Philosophie der Menschenrechte, seine Moralphilosophie. Was würden Sie sagen, ist da die Leitlinie seiner Überlegungen? Ja, Sie haben recht, das Buch beginnt nach einer Einleitung in dem ersten inhaltlichen Kapitel mit Kants Theorie des Friedens und dann seiner politischen Philosophie und seiner Ethik. Und das hat natürlich einerseits den Grund, den Sie schon vermutet haben, dass es den Lesenden den Zugang erleichtert, weil es eben einfach Themen sind, die uns näher liegen, verständlicher sind als die sehr abstrakten Themen etwa der Kritik der reinen Vernunft, die dann eben erst später im Buch kommen. Es hat aber auch einen Grund in Kants Verständnis von Philosophie. Ich nenne das in dem Buch den Primat der Praxis vor der Theorie. Und das bedeutet, dass für Kant selbst die abstraktesten philosophischen Überlegungen in der Kritik der reinen Vernunft zur Möglichkeit von Metaphysik und so weiter letztlich Teil eines philosophischen Projektes sind, das eine praktische, politische, moralische Stoßrichtung hat und einen Beitrag leisten soll zu den beiden großen historischen Zielen, die Kant vor Augen hat, nämlich einerseits politisch betrachtet eine Weltfriedensordnung mit Republiken in der ganzen Welt, Demokratien nach unserem heutigen Verständnis und andererseits das, was Kant für uns heute auch wieder etwas fremd geworden, das höchste Gut nennt, das heißt letztlich eine gerechte Welt. Und das sind die Ziele, denen Kant selber sein eigenes philosophisches Nachdenken unterordnet, sodass der Beginn mit diesen politischen Zielen jetzt nicht nur ein Darstellungstrick ist, sondern auch mit dem beginnt, was für Kant wirklich das Wesentliche in der Philosophie ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Er schreibt in Königsberg, er ist sozusagen preußischer Untertan. Die Welt ist nicht voller Republiken. Es kommt dann irgendwann die Französische Revolution, die ihn sehr beschäftigt. Die Staaten führen Kriege fortwährend, auch im Gefolge der Französischen Revolution miteinander. Und jetzt entwirft er eine Ordnung, die das, wie soll ich sagen, beiseite wischt oder normativ davon absieht und sagt, so ist die Welt, aber so sollte sie nicht sein. Wie muss man sich, wenn man sagt, es gibt ein Primat der Praxis, dann würde man ja auch sagen, das impliziert ja vielleicht auch ein Primat der Wirksamkeit oder des Realismus. Genau, und das ist richtig. Also man kann sicherlich nicht sagen, dass Kant davon absieht oder das beiseite schiebt. Es ist natürlich ein normativer Entwurf, der insofern, gegen den es kein unmittelbarer Einwand ist, dass die Welt so nicht beschaffen ist. Aber es wäre ein Einwand, und so sieht Kant es auch, wenn die Welt so nicht beschaffen sein könnte. Das heißt, wenn es kein sinnvolles politisches Ziel wäre, weil es unerreichbar ist. Und insofern ist ein ganz zentrales Anliegen von Kants Friedenstheorie, aber seiner Geschichtsphilosophie auch im Allgemeineren,
zu zeigen, dass die Welt so beschaffen ist, dass die Menschen so beschaffen sind, dass sie bei einer realistischen Betrachtung, die nichts beschönt, trotzdem wir Hoffnung haben können, wenn wir uns alle anstrengen, dieses politische Ziel einer Weltfriedensordnung auch zu erreichen. Wie findet man heraus, ob etwas nicht unmöglich ist? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, vielleicht kann man sagen, dass Kant in der Hinsicht zwei verschiedene Zugänge wählt. Der eine, etwas stärkere, ist zu sagen, indem wir positiv zeigen, wie es möglich ist. Und das ist schon auch das Projekt der Schrift zum ewigen Frieden von 1795, also nach dem Frieden von Basel. Also das war eben gerade der Krieg Preußens, unter anderem in der Koalition der Preußen angehörte mit der Französischen Republik. Und Kant wollte in seiner Schrift zeigen, dass die Bedingungen gegeben sind, unter denen politische Akteure sich sinnvollerweise bemühen können, eine immer größere Friedenskoalition zu schaffen und letztlich eine föderale Weltfriedensordnung, wie sie ja auch das Ziel, wenn auch weit entfernt, etwa der Vereinten Nationen heute ist. Und Kant meint, dass er zum Beispiel zeigen kann, dass viele der aus politisch-realistischer Sicht dem Frieden entgegenstehenden Eigenschaften des Menschen, wie sein Gewinnstreben, Antagonismus, Streit der Menschen untereinander, auch als Aspekte gesehen werden können, die letztlich einen Frieden auch befördern können, weil zum Beispiel der Handelsgeist, den Kant öfter betont, eben einerseits dazu führt, dass Staaten miteinander Krieg führen, aber andererseits auch ein Interesse der Kaufleute mit sich bringt, miteinander friedlich Handel zu treiben. Und so weist Kant auf verschiedene solche, wie man sagen könnte, dialektische Aspekte hin, die einerseits gegen einen, also den Frieden als schwer erreichbar darstellen, aber andererseits eben doch, wenn man sie richtig einsetzt, auch ein Mittel sein können, sich dem Frieden einer Friedensordnung weiter anzunähern. Jetzt haben Sie gerade schon so eine Figur vorgeführt, die nicht nur für Kant bezeichnet ist, sondern vielleicht für die Zeit selbst, also für das, was wir so Aufklärung nennen. Vielleicht kommen wir noch zu dem Begriff auch noch. Nämlich diese Figur, Albert Hirschman hat das einmal den Antagonismus von Leidenschaften und Interessen genannt, also dass eine Zeit lang ein tugendhaftes Verhalten mit Leidenschaft verbunden war, Ritterlichkeit, Tapferkeit und also die solchen Dinge. Und dann kommt die Zeit der Bürger und die sagen, nein, eigentlich sollten wir weniger auf die Ruhmsucht als auf den Erwerbstrieb setzen. Und Ihr Beispiel gerade, Kriege werden verhindert oder unwahrscheinlicher gemacht, wenn es Handelsverknüpfungen gibt. Weil dann alle verlieren im Krieg und also überlegen Sie sich das vorher, ob Sie einen Krieg entfachen. Jetzt scheint mir das aber so, wie Sie Kants Moralphilosophie darstellen, gibt es neben diesem Argument noch ein anderes. Nämlich der Mensch ist ein sinnliches Wesen und insofern ist seine Vernunft gefährdet durch diese Sinnlichkeit, durch dieses, zu der dann auch der Erwerbstrieb und das Haben wollen oder das Genießen wollen gehört. Können Sie etwas zu dieser zweiten Seite sagen, wo auf einmal das, was gerade eben noch dialektisch mit der Vernunft verbunden war, jetzt eine Gefährdung von Vernunft darstellen könnte? Ja, das ist aber genau die Zweischneidigkeit, die Kant auch selber betont. Und ich finde, da haben Sie ganz recht, dass man das immer zusammen sehen muss. Es wäre, glaube ich, verkürzt, Kants Moralphilosophie so wahrzunehmen, dass hier Vernunft gegen Sinnlichkeit stehen. Also da ist Kant in Wirklichkeit viel differenzierter, auch wenn er manchmal es in die Richtung zu spitzen scheint. Und er sieht, also das ist etwa in der späten Metaphysik der Sitten, in der Tugendlehre sehr deutlich, dass es in der menschlichen Sinnlichkeit, das heißt in der Tatsache, dass wir eben leibliche Wesen sind, die Interessen verfolgen, die sich aus unserer körperlichen und seelischen Bedürfnisse ergeben. In dieser Tatsache sieht Kant auch ein
konstitutives Element der Moral. Also Menschen haben eben zum Beispiel so etwas wie ein Gewissen. Gewissen ist etwas, was zu den, wie Kant es nennt, sinnlichen Bedingungen gehört, unter denen Moral überhaupt möglich ist. Und insofern, oder wir sind eben auch affizierbar von Mitleid und solchen Dingen. Also insofern ist die Sinnlichkeit nicht immer die Gegenseite der Moral, kann sie aber im Einzelfall werden, wenn unsere Bedürfnisse als Lebewesen unseren moralischen Verpflichtungen entgegenstehen. Und insofern hat es genau diese Zweischneidigkeit. Und die gilt eben auch natürlich in der Politik. Auch da können bestimmte bedürfnishafte Strukturen menschlicher Motivation können den politischen Zielen, etwa zum Frieden oder Demokratie, entgegenwirken oder sie können sie unterstützen. Wenn ich darf, würde ich noch einen Gedanken zum Frieden noch mal nachfügen. Denn ich hatte jetzt ja nur einen Aspekt genannt, eben den des Handelsgeistes etwa. Es gibt ja noch ein anderes, ganz berühmtes Argument Kants für die Möglichkeit des Friedens. Nämlich, wenn Staaten Demokratien sind, also Kant nennt es Republiken, aber es sind eigentlich repräsentative Demokratien in unserem heutigen Sinn, dann ist Kant der Meinung, erfordert ein Krieg die Zustimmung der Bürger. Und die Bürger werden sich, wie Kant sagt, sehr gut überlegen, ob sie ein solches gewagtes Spiel eingehen wollen. Und diese These ist ja heute immer noch in der empirischen Politikwissenschaft diskutiert und sehr ernst genommen, wenn auch nicht unumstritten, nämlich die These des demokratischen Friedens. Das heißt, Demokratien führen untereinander zumindest wesentlich weniger Kriege, vielleicht sogar gar keine, das ist vielleicht in der empirischen Forschung umstritten, sodass Kant da ein weiteres Argument hat, wie dieser Friede eben tatsächlich erreichbar ist, wenn wir nämlich demokratische Strukturen in den einzelnen Staaten haben. Das heißt, Kant stellt sich die Menschen als vernünftig vor oder sagt zumindest, vernünftiges Handeln ist eine Möglichkeit. Genau, es ist eine Möglichkeit, aber Kant sagt ja, eines der berühmtesten Kant-Zitate, aus so krummem Holze, als daraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Grades gezimmert werden. Das heißt, Kant hat sich keine Illusionen darüber gemacht, dass Menschen nicht vollständig rational sind und sie brauchen eben eine Mischung von sozusagen natürlichen Antrieben, die ihrer Selbstsucht und anderen politisch unerwünschten oder jedenfalls problematischen Neigungen entgegenwirken und ein institutionelles Gefüge, das ihnen erlaubt, jetzt etwa ihre Gewinnsucht in einer Weise umzusetzen, die letztlich nicht gesellschaftlich schädlich ist. Jetzt ist Vernunft ist ja ein sehr, sehr großes Wort und deswegen schließt sich ja dann sofort die Frage an, was ist denn alles vernünftig in der Welt, wie wir sie erleben oder wie Kant sie erlebt hat? Da gibt es ja auch große Überschneidungszonen, also Privateigentum, Geldwirtschaft, Staaten, Kleinfamilien, das gab es damals alles auch schon. Erklärt er das alles für vernünftig, die Strukturen? Ich glaube, dass die Frage eine ist, die man mit Blick auf Kant erstmal ein Stück übersetzen müsste, weil für Kant ist ja Vernunft in erster Linie ein menschliches Erkenntnis- und Handlungsvermögen. Das heißt, die Frage, inwiefern die Welt oder gesellschaftliche Strukturen vernünftig sind, die uns heute naheliegt, die hätte Kant in dieser Weise erstmal gar nicht verstanden. Vielleicht eben indirekt, dass man sagt, inwieweit sind sie das mögliche Ergebnis vernünftigen Handelns von Menschen. Also Kant unterscheidet eben zwischen der theoretischen und der praktischen Vernunft. Und die praktische Vernunft ist eben die Fähigkeit, vernünftig zu handeln, also die Dinge, die man als vernünftig und richtig eingesehen hat, auch umzusetzen. Und insofern wären etwa solche Strukturen, wie Sie die genannt haben, könnten das Ergebnis vernünftigen Handels von Menschen und dann insofern indirekt auch vernünftig sein. Und ich glaube nicht, dass Kant da irgendeine pauschale These vertreten würde, dass die alle vernünftig und gut sind, sondern Kant war ja jemand, der sehr stark auch, wenn es jetzt um Politik und Geschichte geht, in
Entwicklungszusammenhängen gedacht hat, der an die Möglichkeit, aber leider nicht garantierte Möglichkeit von Fortschritt geglaubt hat. Und der insofern, oder der zum Beispiel auch gesagt hat, wir leben im Zeitalter der Aufklärung, aber nicht in einem aufgeklärten Zeitalter. Das heißt, für Kant gehört immer auch die Analyse der Schwächen und unzureichenden Aspekte der eigenen Gesellschaft mit hinzu, sodass er niemals, glaube ich, pauschal gesagt hätte, das ist alles schon vernünftig, so wie es ist. Machen wir es ganz konkret. Sie haben Sie erzählen eine Art Anekdote, die ich gar nicht kannte. Eine Frau schreibt Kant einen Brief. Sie ist offenkundig eine glühende Verehrerin seiner Moralphilosophie, seiner praktischen Philosophie, in der es unter anderem, ja, wie soll man sagen, die Anweisung gibt, nicht zu lügen. Und zwar unter keinen Umständen zu lügen, weil man sich dadurch in moralische Widersprüche verstricke. Und jetzt erzählt ihm die Frau per Brief, sie habe das ihrem Verlobten, glaube ich, war es, einem Verlobten, habe sie deswegen in irgendeinem Punkt, der jetzt nicht näher erörtert wird, die Wahrheit gesagt, worauf der Verlobte das Interesse an ihr verloren hat. Und sie ist ganz verzweifelt, denn sie liebt ihn nach wie vor. Und jetzt fragt sie, großer Kant, Ausrufezeichen, er soll ihr einen Rat geben, so wie so ein Briefkastenonkel in der Zeitung. Und so wie sie es schildern, bekommt sie diesen Rat, nicht wirklich diesen Rat. Also Kant sagt dann, wenn er sie verlassen hat, weil sie die Wahrheit gesagt haben, dann war er in ihnen ohnehin nicht moralisch interessiert, sondern nur physisch. Also ohne den, das kommt ja manchmal bei Philosophen vor, dass sie ohne den Sachverhalt zu kennen sehr weitgehende Beschreibungen abliefern. Und sie ist dann auch, wie soll man sagen, sie fühlt sich da nicht gut beraten und die ganze Sache geht ganz unglücklich aus. Der Punkt ist die Sache mit der Lüge. Man sagt, wir haben einen konkreten Fall. Soll sie jetzt die Wahrheit sagen, auch wenn sie damit eventuell die Ehe riskiert? Ja. Noch kurz hinzugefügt, ein französischer Schriftsteller hat auch den Eindruck, dass Kant das mit der Lüge irgendwie etwas unpraktisch behandelt und konstruiert einen Fall, wo irgendwelche Schergen vor der Haustür sitzen und sagen, ist die Person X, ist die im Haus? Sie ist im Haus. Und Benjamin Constant, der Autor, sagt, wenn der Hausbesitzer ein Kantianer ist, muss er den Freund ausliefern. Kant antwortet darauf, er kauft das sozusagen und verteidigt auch diese Position. Das ist ja etwas sehr, wie soll man sagen, das ist eine sehr vorgeschobene Position, wenn man sagt, es ist besser, den Freund auszuliefern, als gegen das Sittengesetz zu verstoßen. Ja, das ist richtig. Also Kant hat in dieser Hinsicht eine sehr, sehr radikale Konsequenz aus dem kategorischen Imperativ gezogen, dass man eben immer nur noch Maximen handeln soll, die allgemeine Gesetze sein könnten oder von denen man wollen kann, dass sie es sind. Und Kant hat es so ausgelegt, dass eben, es eben kein allgemeines Gesetz sein kann, dass man lügen darf, wenn es einem zu Passe kommt. Kann es ja auch wahrscheinlich nicht. Es wäre eben nicht gut, wenn alle Menschen immer dann, wenn es ihnen gerade mal gelegen ist, irgendwie lügen würden. Das kann man nicht wollen als allgemeines Gesetz, also darf man niemals lügen. Und das hat er eben tatsächlich gegenüber Constant in dem späten Austausch in den 90er Jahren und etwas vorher gegenüber Maria von Herbert, eine sehr intelligente junge Frau aus Kärnten, die einem Aufklärungskreis angehörte und denen gegenüber und auch anderen gegenüber hat Kant diese radikale Position verteidigt. Ich persönlich glaube, und das versuche ich auch in meinem Buch zu schildern, dass eigentlich Kant in der Hinsicht, also wir können zwei Sachen daraus lernen. Das eine ist, Kant war nicht in jeder Hinsicht der beste Interpret seines eigenen kategorischen Imperativs, wenn wir das mal so sagen wollen. Also ich glaube, dass Kant hier tatsächlich die These überzieht
Und zwar deshalb, weil er in, vor allem in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten daran interessiert ist, möglichst einfache, kurze Regeln zu haben, ein bisschen wie die 10 Gebote, an denen sich die Menschen, auch einfache Menschen, orientieren können. Und deswegen meint er, es muss das Gebot eben entweder sein, dass man lügen darf oder eben niemals lügen darf. Und ich glaube, in Wirklichkeit ist die moralische Realität da doch etwas komplexer. Und Kants Theorie, auch wenn er selber das bestreiten würde und bestritten hat, gibt uns sogar die Mittel an Hand, das einzufangen, indem wir zum Beispiel sagen, naja, man muss eben sehen, unter welchen Umständen eine Lüge erlaubt oder verboten ist. Und wenn ich eben durch eine Lüge gegenüber Menschen, die unrechtmäßig jemanden verfolgen, diesen Menschen retten kann, dann ist vielleicht in solchen Umständen eine Lüge durchaus erlaubt, auch wenn sie in sehr vielen anderen Umständen, insbesondere dann, wenn ich der Einzige bin, der von meiner Lüge profitiert und die belogene Person dadurch benachteiligt wird, dann ist es natürlich nicht erlaubt. Aber solche Differenzierungen scheint mir der kategorische Imperativ zu erlauben. Und das Interessante ist, dass eben Maria von Herbert, die ruft an, Kant wie mein Gott, sagt sie selbst, und erwartet von Kant eine orakelhafte Auskunft, was moralisch erlaubt oder verboten ist. Und diese Haltung sehe ich manchmal auch in der heutigen Gesellschaft gegenüber Kant, dass wir erwarten, dass Kant sozusagen die letzte moralische Autorität ist. Und ich glaube, dass Kants eigene Theorie des Selbstdenkens, dass jeder Mensch für sich selber nachdenken muss, die macht schon klar, dass das nicht richtig sein kann. Ja, also es wäre in seiner Philosophie ein Widerspruch, wenn er ein Moralautomat wäre. Ganz genau. Constant hat die hübsche Formulierung, man darf lügen in einem solchen Fall, weil der Scherge hat gar keinen Anspruch auf die Wahrheit. Ich finde das eigentlich eine sehr, sehr gelungene Formulierung, wenn das so ist. Wir haben natürlich diese Fälle historisch. Denken Sie an den Linksterrorismus der 70er Jahre, Sympathisanten, man hat jemanden in der Wohnung, die Polizei klingelt. Jetzt ist die interessante Frage, sind das Schergen oder ist das der Rechtsstaat, der da klingelt? Man könnte dann mit Kant sagen, wenn ihr sofort sagt, das sind Schergen, dann wollt ihr euch nur einen schlanken Fuß machen in Bezug auf eure eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen. Wenn es der Rechtsstaat ist, dann wäre in dem Fall, und das wäre ja dann auch nach unseren Gesetzen so, die Lüge eine strafbare Handlung. Ja, ganz genau. Und ich glaube, was man daran eben auch sehr schön sehen kann, ist die Relevanz der kantischen Unterscheidung zwischen Recht und Ethik. Ja, denn ich glaube, in einer ethischen Hinsicht, wo es um das Gewissen des Einzelnen geht, muss man vielleicht anerkennen, dass Menschen sich selber einfach eine Meinung darüber bilden müssen, ob das Schergen sind oder ob es der Rechtsstaat ist. Ja? Und das ist dann eine sehr schwierige Entscheidung und da muss man unter Umständen lange mit sich ringen, um sich da zu entscheiden, was die richtige Verhaltensweise ist. Das kann aber rechtlich, und da ist Kant ja wirklich auch sehr konsequent, überhaupt keine Entschuldigung sein. Sondern wenn es eben die staatlich autorisierte Polizei ist, die da steht, dann wäre eben das Verbergen eines aus staatlicher Sicht Verbrechers, der rechtmäßig gesucht wird, das wäre eine Straftat und daran beißt die Maus keinen Faden ab, würde Kant sagen. Also das muss man eben dann einfach anerkennen, dass es trotzdem eine rechtliche Pflicht gibt, dann eventuell sogar den Freund auszuliefern. Und das ist ein Dilemma natürlich, Kant selber meint, wir müssen uns in diesen Fällen eben immer auch in Übereinstimmung mit dem Recht verhalten. Es sei denn, sagt Kant an einer einzigen Stelle, es geht gegen das Innerste der Moral. Und ja, das, was das dann genau heißt, ist sehr interpretationsbedürftig. Sie hatten schon erwähnt, dass es so eine Art literarisches Ideal von Kant war, Sachen so zu formulieren, dass sie zugänglich sind. Sie haben gesagt, so ein bisschen die 10 Gebote oder dass am Ende relativ einfache Sätze stehen, dass man, ich sage es immer etwas salopp, dass man nicht Philosophie studiert haben muss, um zu verstehen, was richtig ist oder falsch oder gerecht oder ungerecht, böse. Es wird betont, es kommt an mehreren Stellen Ihres Buches vor, dass in seinen Vorlesungen die Aufforderung zum Selbstdenken
so ein Generalbass war. Alles war begleitet von dieser Aufforderung, selbst zu denken und sich vom Urteil anderer unabhängig zu machen. Jetzt, das ist wieder eine Variation auf die Frage von vorhin, geht das überhaupt? Kann man denn vom Urteil anderer unabhängig sein, wenn man mit so vielen Dingen zu tun hat, von denen man nichts versteht? Und wenn sich die Urteile anderer ja auch in Gestalt von Schullehrern oder Medizinern oder Polizisten oder Professoren darstellen, man ja sagen kann, Bildung hieße ja erstmal nicht davon unabhängig zu werden, sondern es erstmal einfach zu verstehen, was die alle sagen. Das ist, glaube ich, völlig richtig und da würde Kant auch gar nicht widersprechen. In seinen sehr eindrucksvollen Pädagogikvorlesungen geht er genau auf diesen Zwiespalt ein, zwischen einerseits der Notwendigkeit in der Erziehung und Bildung zunächst mal Vorbildern und Autoritäten zu folgen oder umgekehrt für die Lehrenden zunächst mal Befolgung zu verlangen, aber andererseits jetzt als Lehrer zum Beispiel die Zöglinge in die Lage zu versetzen, am Ende selber zu denken. Und Kant sieht genau, dass da eine Spannung besteht, aber jetzt muss man auch nochmal sehen, Sie hatten ja gesagt, kann man überhaupt unabhängig sein vom Urteil anderer? Und da kommt es jetzt vielleicht genau darauf an, was Unabhängigkeit heißt. Unabhängigkeit heißt nicht, dass man das alles beiseite schiebt und ignoriert. Unabhängigkeit heißt, glaube ich, nur, dass aus der bloßen Tatsache, dass Autoritäten A gesagt haben, noch nicht folgt, dass ich auch A sagen muss, sondern dass ich mir eben meine eigene Meinung bilden muss, nachdem ich aber in die Lage versetzt bin, mich meines eigenen Verstandes, wie Kant berühmterweise in der Aufklärungsschrift sagt, dann auch wirklich kompetent zu bedienen. Es ist ja, glaube ich, historisch so, dass Kant natürlich auf die Philosophie eingewirkt hat. So nach einer kurzen Zeit haben die Philosophen das mitbekommen, dass da in Königsberg etwas stattgefunden hat. Aber insbesondere auf die Pädagogik. Man hat ja den Eindruck, wenn man die Literatur des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts liest, dass sich in der Pädagogik durch Kant praktisch alles ändert. Wie konnte das gehen? Ja, das ist in der Tat, glaube ich, so, dass Kant dann einen sehr großen Einfluss gehabt hat. Ich bin jetzt selber kein Experte für die Geschichte der Pädagogik. Ich glaube, es sind verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist, dass Kant ja in dieser Hinsicht nicht nur originell ist, sondern auch in einer Tradition steht, natürlich vor allem der Rousseaus und dann aber auch der deutschen Reformpädagogik, Diesterweg, Basedow und andere. Also da steht Kant eben in einer, ist ja Teil einer Bewegung, der er sich in gewisser Weise auch anschließt. Also er hat eben auch das Basedowsche Philanthropien unterstützt und sich dafür sehr begeistert, unter anderem, weil er seine eigene Schulbildung so schrecklich fand. Und insofern ist es, glaube ich, nicht Kant alleine, der dann die Pädagogik des 19. Jahrhunderts geprägt hat, aber kantische Gedanken waren natürlich sehr stark präsent. Wie das aber die einzelnen historischen Vermittlungswege gewesen sind, da bin ich jetzt selber eigentlich überfragt. Es ist aber so, dass die Wege zum Teil sehr indirekt waren. Also ich bin in den letzten 20 Jahren hier in Frankfurt relativ häufig Beisitzer in philosophiedidaktischen Prüfungen gewesen. Und da ist Nelsons Modell des sokratischen Gesprächs spielt eine große Rolle. Und ich war jetzt in der Arbeit an dem Buch wirklich überrascht zu sehen, wie stark das wirklich bei Kant selber, also Nelson ist ja jemand, der in der neokantianischen Tradition noch steht und dann die sozialdemokratische Bildungsbewegung beeinflusst hat um die Jahrhundertwende. Diese Idee des sokratischen Gesprächs, die findet sich eins zu eins in Kants Pädagogikvorlesung. Sie hatten jetzt gerade einen Namen schon genannt, der für Kant eine ganz außerordentliche Rolle spielte, Rousseau. Es gibt diese häufig zitierte Behauptung, man habe in Königsberg die Uhren nach Kant gestellt, weil er einen so regelmäßigen Tagesablauf gehabt hat. 5 Uhr morgens aufstehen und dann 10 Uhr ist er dort, dann kommt der erste Spaziergang und so weiter und so fort. Und das nur einmal sozusagen konnte man die Uhren nicht danach stellen, weil er da die,
die Erstausgabe, würde man sagen, des Emil ihm in die Hände gekommen ist. Er hatte eine Zeit lang, glaube ich, bei einem Buchhändler gewohnt. Ja, ja. Und er dann den Tagesablauf sozusagen schmeißt, weil er jetzt dieses Buch lesen muss. Jetzt ist meine erste Frage wäre, wenn man sich diese beiden Denker vor Augen führt, dann sieht man ja nur Unterschiede. Ja. Ja. Rousseau, der Frauenheld, der Musiker, der seine Heimatstadt verlässt, überall rumreist, auf irgendwelchen Schlössern sich durchhalten lässt, streitsüchtig bis zum Anschlag, also mit dem konnte man offenbar keine Stunde in einem Zimmer sein, ohne dass es Zerwürfnisse gab, unglaublich ich-bezogen, also viele Charakterzüge, die Kant eigentlich entsetzt haben müssten. Und trotzdem, Sie sagen, es ist in Kants Haus das einzige Porträt an der Wand, ist ein Rousseau-Porträt. Es gibt den berühmten Satz, er habe ihn zurechtgebracht. Wie geht das? Das ist ja eine sehr originelle Kombination. Ja, das ist wirklich eine interessante, originelle Kombination. Und die Persönlichkeiten sind ja wirklich, wie Sie sagen, so grundverschieden, wie sie nur sein können. Aber es gibt eben inhaltliche Übereinstimmungen. Also es ist so, dass, die haben sich ja nicht persönlich kennengelernt. Also insofern hatte Kant jetzt auch nicht das Problem, anders als David Hume zum Beispiel, damit Rousseau persönlich klarzukommen, was ja krachend gescheitert war, als Rousseau bei Hume im Exil sozusagen untergeschlupft war. Aber Kant nimmt auch schon am Schreibstil Rousseaus Anstoß. Er sagt, er muss bei Rousseau immer erstmal die schöne Sprache versuchen zu vergessen, um dann die Gedanken wirklich würdigen zu können. Also er hält im Grunde Rousseau für jemanden, der so ein bisschen ein literarischer Blender ist, der uns davon ablenkt, was die eigentliche Substanz ist. Den schönen Stil muss man erstmal hinter sich lassen. Aber dann entdeckt Kant eben bei Rousseau doch einige Punkte, die ihn nachhaltig geprägt haben. Sind eine ganze Reihe, glaube ich. Der wichtigste, und das führt nochmal zurück an den Anfang des Gesprächs, die Idee des Primats der Praxis vor der Theorie, dass irgendwie das Moralische wichtiger ist als das rein theoretisch-metaphysische und Abstrakte. Das ist eine Idee, die, glaube ich, relativ stark von Rousseau beeinflusst ist. Also Kant liest eben die beiden Abhandlungen über die Ungleichheit der Menschen und über die Künste und ist davon unglaublich beeindruckt und zieht daraus die Konsequenz, dass er sein Gelehrtendasein, dass er darauf eben doch nicht zu stolz sein sollte und sich nicht für etwas Besseres halten darf als die einfachen Menschen, sondern dass er sein eigenes philosophisches Schaffen in den Dienst der einfachen Leute stellt, die davon letztlich profitieren müssen. Das ist ein sehr rousseauscher Gedanke, den Kant eigentlich dann zum Leitfaden und wie ich finde auch in der Kant-Darstellung und Rezeption oft unterschätzten Leitfaden seines eigenen Werkes gemacht hat. Ein anderer Punkt ist etwa die große Bedeutung, also der kategorische Imperativ, da sollen wir uns ja fragen, was wäre, wenn ich sozusagen Gesetzgeber wäre, wenn meine Maxime ein allgemeines Gesetz wäre. Das ist, glaube ich, sehr erkennbar eine Übertragung des rousseauschen Gedankens der Demokratie als der einzigen Weise, wie Freiheit und staatliche Macht miteinander vereinbar sind, auf die innere Struktur des menschlichen Willens. Also auch in dieser Hinsicht ist Kant ganz stark von Rousseau beeinflusst. Hat Kant denn reagiert auf die, nicht nur auf die Französische Revolution, da würde man ja umstandslos Ja sagen, sondern auch auf den Verlauf. Denn wir haben da, faszinierend für alle Intellektuellen, auf einmal ein politisches Gebilde, das sagt, wir stützen uns nicht auf Tradition und Familie oder einen angeblichen göttlichen Willen, sondern auf Ideen, auf Gedanken. Das hat ja damals ungeheuer gezündet. Also, und das war auch Anlass für viele, dagegen zu protestieren, dass sie sagten, Gedanken, das ist aber vielleicht nicht die verlässlichste Grundlage für ein Gemeinwesen. Und dann gibt es diese Entwicklung, die mit dem Namen Guillotine verbunden ist. Hat Kant darauf auch reagiert?
Ja, er hat sehr, sehr stark darauf reagiert. Also weniger in seinen Schriften, in denen das immer wieder auch mal anklingt, als offenbar tatsächlich in seinen privaten Gesprächen. Also es gibt Berichte, wonach Kant nach der Französischen Revolution, bis dahin, wir hatten es eben schon kurz angesprochen, war Kant jemand, der eben vor allem in Gesellschaft eher die Kunst der leichten Konversation übte, was man ja vielleicht auch nicht mit dem Klischeebild von Kant zusammenbringen würde. Aber es durfte eben an seinem Mittagstisch zum Beispiel nicht philosophiert werden. Es durfte über alles gesprochen werden, aber nicht über Philosophie. Und gerade dann in den etwas größeren Gesellschaften, auch wo dann auch Frauen anwesend waren, was damals natürlich dann das Gespräch nochmal sehr stark veränderte, war Kant offenbar jemand, der gerne wirklich intelligent plauderte über die Künste, über alle möglichen Dinge. Und nach 1789 gibt es Jahre, wo Kant praktisch kaum davon abzubringen war, bei jeder Gelegenheit über die Französische Revolution zu sprechen. Er war ein wirklich begeisterter Anhänger der Französischen Revolution, die er aus philosophischen Gründen sehr problematisch fand, aber aus moralischen und politischen Gründen von ihr ganz begeistert war. Und er hat angeblich, so heißt es, die Französische Revolution auch nach dem Beginn des Terror und nach der Hinrichtung des französischen Königs, wie es dann heißt, an den besten Tafeln Königsbergs, also gegenüber Adligen, die sich dadurch existenziell bedroht fühlten, verteidigt. Jetzt haben wir noch nicht gesprochen über das, wodurch Kant, ja, ich will nicht sagen in erster Linie berühmt wurde, denn er wurde natürlich auch berühmt durch diese vielen kleinen Schriften, was ist Aufklärung, das vermeintliche Menschenrecht zu lügen. Vermeintliche Recht aus Menschenliebe zu lügen. Aus Menschenliebe zu lieben, zu lügen. kleine Schriften über, was es heißt, sich im Raum zu orientieren und solche Dinge. Aber eigentlich wurde er berühmt durch die drei Kritiken, wie man es so sagt, und vor allem natürlich durch die Kritik der reinen Vernunft. Erste Frage, wieso eigentlich reine Vernunft? Das Rein in reine Vernunft heißt unabhängig von aller sinnlichen Wahrnehmung und Erfahrung. Also reine Vernunft heißt bloßes Nachdenken, ähnlich wie zum Beispiel in der Mathematik, wo wir von allen unmittelbar messbaren und empirisch überprüfbaren Dingen abstrahieren und durch reines Denken versuchen, zu Ergebnissen zu kommen. Über Zahlen nach und nicht über das Gezählte, wenn man so will. Ganz genau, ja. Ja. Was war die Pointe, wenn ich das so sagen darf? Das Buch ist ja relativ umfänglich. Ja. Wir lesen es heute eigentlich in zwei Ausgaben, erinnere ich mich noch so aus meiner Studienzeit, A und B. Und genau. Und dann wird so verglichen, was er geändert hat von der ersten zur späteren Auflage. Ja. Insofern ist es vielleicht ein bisschen frech, jetzt zu fragen, was ist die Pointe dieses Hammerbuches? Ja, aber man kann, glaube ich, das schon, also die zentralen Thesen, die kann man tatsächlich relativ knapp zusammenfassen, denn es gibt eine negative und eine positive These. Die positive These lautet, ja, wir können durch bloßes Nachdenken etwas über die Struktur der Welt herausfinden, denn Kants Interesse in der Kritik der reinen Vernunft ist letztlich die Möglichkeit von Metaphysik. Er will verstehen, wie Metaphysik, also durch reines Nachdenken etwas ganz Allgemeines über die Struktur der Welt herauszufinden, ob das überhaupt geht. Und Kants Antwort ist, ja, das geht. Es geht zum Beispiel in der Mathematik, weil der Raum, über den die Geometrie handelt, in Wirklichkeit gar keine Eigenschaft der Welt selbst ist, wenn ich das mal sehr verkürzt so sagen darf, sondern von uns auf die Welt projiziert wird. Also die Welt, die wir erfahren können, ist eine räumliche Welt, aber nur deshalb, weil der Raum eine, wie Kant sagt, menschliche Anschauungsform ist. Und deswegen können wir auch a priori, unabhängig von Erfahrung, etwas über den Raum aussagen in der Geometrie. Ähnlich verhält es sich nach Kant in den Grundlagen der Physik. Und das ist die positive These. Wir können etwas ganz Allgemeines über die Struktur der Realität sagen. Sie ist in Raum und Zeit. Sie muss kausal mit Ursache und Wirkung miteinander verknüpft sein. Es muss andauernde Dinge geben, die sich im Zeitablauf verändern. All das sind Aussagen, metaphysische Aussagen, wenn man so will, die wir begründet treffen können. Aber nur über die Welt, so wie sie uns relativ zu unseren Erkenntnismöglichkeiten erscheint,
und nicht über die Welt der Dinge an sich. Und jetzt kommt die negative These, unsterbliche Seele, Existenz Gottes, Endlichkeit, Unendlichkeit der Welt, das wären alles Aussagen über Dinge an sich. Das sind die Aussagen der traditionellen Metaphysik und die sind nicht begründet möglich. Naive Frage, woher weiß ich denn, dass es Dinge an sich gibt, wenn ich sie doch gar nicht erkennen kann, wie es gerade ausgeführt wurde? Ja, das Wort Dinge an sich, ja, schränkt das ja irgendwie. Das sind Fragen, die in der Kant-Forschung, also unter den Philosophinnen und Philosophen, die sich jetzt intensiv mit Kant auseinandersetzen, heiß diskutiert werden. Meine persönliche Auffassung ist die, dass Kant glaubt, dass sehr, sehr allgemeine Aussagen über Dinge an sich, dass es überhaupt so etwas geben muss, vielleicht ist der Plural schon verdächtig, aber zumindest, dass es eine Realität geben muss, die der für uns erkennbaren Welt zugrunde liegt. Das ist nach Kant eine notwendige Voraussetzung dafür, dass es überhaupt etwas gibt, was wir erkennen können. Aber, also das heißt, wir können sehr allgemeine, abstrakte Aussagen über die Welt der Dinge an sich machen, aber nicht über einzelne konkrete Dinge an sich, wie zum Beispiel Gott, wenn es ihn geben sollte, die Welt als Ganze oder eine unsterbliche Seele. Ich erinnere aus der Lektüre, die ja eine Zeit lang zurückliegt, nicht die Ihres Buches, aber die Kants, Lektüre Kants, ich erinnere diese merkwürdige Wendung, dass es zur Vernunft gehört, dass sich gewisse Fragen nicht abweisen lassen, aber zugleich auch nicht beantworten lassen. Was ist das für ein merkwürdiger Thematisierungszwang, den die Vernunft da auf sich selbst ausübt? Ja, das ist eigentlich eine meiner Lieblings-Kant-Stellen. Das ist der Anfang der Vorrede zur ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, weil da ein, wie ich finde, wirklich sehr tiefer kantischer Gedanke zum Ausdruck kommt. Vernunft, ich hatte eben gesagt, das ist irgendwie die Fähigkeit nachzudenken. Aber es ist vielleicht noch spezifischer die Fähigkeit, Warum-Fragen zu stellen und zu beantworten. Menschen als vernünftige Wesen wollen Erklärungen für Dinge. Wir wollen nicht nur wissen, was der Fall ist, wir wollen auch wissen, warum es der Fall ist. Und wenn wir wissen wollen, warum es der Fall ist und wir bekommen eine Antwort, dann können wir auf die Antwort wieder fragen, ach und warum ist das? Ja, also wir geben Fragen nach der Ursache des Feuers, war der Blitz, aber warum hat es geblitzt? Ja, vielleicht atmosphärische Störungen oder Luftmassen, aber warum war das der Fall? Und wir können eigentlich immer weiter fragen und sind nicht zufrieden, bis wir nicht eine letzte Antwort bekommen haben, die die Fragereihe abschließt. Aber andererseits sind wir auch mit keiner letzten Antwort jemals zufrieden, weil auch bei der können wir wieder weiterfragen, aber warum denn das? Und insofern gibt es da etwas, was Kant selber eine Dialektik nennt, ein Hin und Her zwischen einerseits immer weiterfragen und andererseits nach letzten Antworten suchen, das uns als vernünftige, fragende Wesen, als neugierige Wesen, könnte man vielleicht auch sagen, nie zur Ruhe kommen lässt. Ja, ich glaube, in der Folge, Autoren wie Schelling, Fichte, Hegel, der frühe Hegel, argumentieren ja so, dass sie sagen, es ist gar keine Erklärung, wenn ich das Feuer durch den Blitz erkläre, weil ich muss ja dann den Blitz auch wieder erklären und die Wolken und so komme ich in eine Kette und ich werde immer nur auf den nächsten Verwandten sozusagen, aber ich erfahre nie, was ist eigentlich die Familie. Ich kriege immer nur noch einen Neffen vorgestellt. Diese Autoren meinten dann in zeitlicher Nähe zu Kant, also das ist ja am Ende, überschneidet sich das ja praktisch, schreiben die gleichzeitig, die meinen ja, etwas gefunden zu haben, was alle diese Erklärung zur Ruhe bringt und das heißt dann mal Ich oder intellektuelle Anschauung oder so etwas. Wie geht es dem Kant-Forscher mit den Leuten, die auf Kant reagiert haben und dann ja auch gesagt haben, das hat Lücken, diese Theorie, oder bedenkliche Lücken oder ganz große Lücken? Ja.
Ich meine, das ist ja wirklich eine sehr interessante historische Entwicklung, die ich jetzt als Philosophiehistoriker sehr spannend und interessant finde, als Philosoph aber sehr suspekt, muss ich sagen. Also da sind meine Sympathien ganz auf der kantischen Seite und nicht auf der dann der des anschließenden, wie man dann ja sagt, deutschen Idealismus. Und zwar deshalb, weil diese Denker glauben, hinter etwas zurückgehen zu können, was Kant als grundlegend angesehen hat, nämlich die Zweipoligkeit menschlicher Erkenntnis. Kant betont, dass wir zwei Dinge brauchen, um etwas zu verstehen: den Bezug zum Einzelnen und den allgemeinen Begriff. Und die fallen nach Kant in zwei verschiedene Erkenntnisvermögen, Sinnlichkeit und Verstand. Und wir müssen immer beides miteinander kombinieren. Ich muss sagen, das da vorne ist ein Stuhl. Ja, Stuhl ist der allgemeine Begriff, aber das da vorne bezieht sich auf das Einzelne. Und das Einzelne muss mir durch die Wahrnehmung sinnlich gegeben sein. Und ohne diese Verbindung gibt es keine Erkenntnis. Aber es ist eine Verbindung von zwei heterogenen Elementen. Und das Faszinierende, aber letztlich auch aus meiner Sicht nicht Überzeugende, dann des anschließenden Wegs von Fichte und Schelling bis zu Hegel, ist, dass diese Denker diese Dualität noch mal überschreiten wollen, hin zu etwas, was eben den Dualismus von Anschauung und Begriff, Sinnlichkeit und Verstand überwindet, wie Sie gesagt haben, in etwas wie etwa einer intellektuellen Anschauung, die unmittelbar das Einzelne als unter das Allgemeine fallend erfasst. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnismöglichkeit, die wir Menschen tatsächlich nicht haben. Und da scheint mir Kant eigentlich ganz auf der richtigen Seite zu stehen. Er ist ja nochmal philosophiehistorisch gesehen interessanterweise vielleicht der letzte Philosoph, zu dem fast alle anderen auch ein positives Verhältnis unterhalten. Also so unterschiedliche Leute wie Hegel und Karl Popper, Derrida oder Carnap oder so. Es gibt, glaube ich, keinen zweiten Denker, bei dem der so viele, wie soll man sagen, Beziehungen auf sich erlaubt oder hervorgebracht hat. Also der letzte, also ich will jetzt nicht sagen Konsensphilosoph, das so einfach ist es auch wieder nicht, aber doch der letzte Punkt, an dem man sagen kann, die Philosophiegeschichte ist sich über seine fraglose Bedeutung, gibt es eigentlich einen Konsens? Das ist richtig. Ich glaube, dass das stimmt, wobei es auch doch bemerkenswerte Ausnahmen gibt. Also manche Entwicklungen in der analytischen Philosophie nach Frege und Wittgenstein und Russell, die gehen doch relativ weit an Kant auch vorbei. Und manche meiner heutigen Kolleginnen und Kollegen machen Metaphysik in einer Art und Weise, die doch stärker an die vorkantische Philosophie erinnert und an Aristoteles, als an das, was, also die würden genau diese Art von Metaphysik, von der Kant meinte, man kann sie nicht mehr machen, würden die verteidigen wollen. Also es gibt auch durchaus Einschränkungen, aber es ist schon richtig, dass Kant insbesondere dann nachdem die große Zeit Hegels erstmal wieder vorbei war, also 1850 ungefähr, dann ja doch zu einem Philosophen geworden ist, an den ganz viele philosophische Traditionslinien angeknüpft haben, der Neukantianismus, der dann auch für die frühe analytische Philosophie wichtig gewesen ist, Carnap ist genauso ein Bindeglied, oder eben die Phänomenologie Husserls, all die haben eben dann in vielfacher Weise an Kant angeknüpft. Aber denken Sie an Nietzsche, der zumindest auf der Oberfläche ja doch mit Kant wenig anfangen konnte und da sehr kritisch gewesen ist. Ja, im Gegensatz dann wiederum zu seinem Lehrer Schopenhauer. Ganz genau. Und wie gesagt, es ist einfach bemerkenswert, dass man, ich meine, Heidegger schreibt in den 20er Jahren ein Buch über Kant und das Problem der Metaphysik und präsentiert sich selbst als eine Art Neukantianer mit einem Twist sagen, in der Interpretation. Aber das ist eben etwas, was jetzt in Bezug, also man könnte sich schlecht vorstellen, dass Heidegger ein Buch über Schopenhauer geschrieben hätte oder über Spinoza. Das ist richtig. Ich meine, jetzt würde ich denken, ist das bei Schopenhauer nicht so erstaunlich, weil Schopenhauer eben auch bei weitem nicht so ein interessanter Denker ist, wie Kant es war.
Bei Spinoza ist es ja anders. Spinoza ist eben auch ein wirklich faszinierender, tiefer, interessanter Philosoph. Aber er hat vielleicht dann doch nicht diese Breite, die Kant auch hat. Aber es ist natürlich vielleicht auch müßig, jetzt sozusagen die Größe der Philosophen dann zu vergleichen. Also Kant ist vielleicht auch, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, für uns in Deutschland natürlich nochmal in einer anderen Weise zu einer Bezugsperson geworden als in der angloamerikanischen Welt, wo Kant auch ein wichtiger Autor ist, aber lange Zeit eigentlich nicht so bestimmend gewesen ist und heute auch wieder in der Philosophie zum Beispiel erst auf dem Umweg über die Philosophie von John Rawls und seiner Schule dann wieder zu einer bestimmenden Figur der politischen Philosophie geworden ist. Das heißt, wir haben jetzt natürlich auch einen etwas deutschen oder zumindest kontinentalen Blick dann auf die Philosophiegeschichte. Ja. Ich meinte es auch eigentlich weniger im Sinne einer Rangliste, welcher Philosoph ist noch größer als ein anderer, als in die Richtung blicken, dass Kant eben einerseits einer, ich sage es jetzt mal so etwas ungeschützt, vormodernen Welt verhaftet war. Er hat Christian Wolff vorgetragen und in Kontexten des Pietismus gelebt Sie hatten es schon gesagt, irgendwie frühe Naturwissenschaft getrieben und gleichzeitig aber mit einem Bein in unserer Gegenwart steht. Und man könnte es zum Beispiel an der Kritik der Urteilskraft festmachen. Etwas polemisch gesagt, es schreibt jemand eine Ästhetik, dessen Erfahrungsgrundlage Tabaksdosen und Tapeten sind oder Regenschirme oder so etwas. Benjamin hat das mal die Erfahrungsarmut des kantischen Denkens genannt, da ging es um die Ehe. Und er schreibt aber gleichzeitig einen Text, der informativ ist für Avantgarden des 19. Jahrhunderts. Und das ist diese besondere Stellung, dass man jetzt, von Spinoza gibt es so einen Text nicht. Ja. Ja, das sehe ich ganz genau so und ich glaube, da haben Sie was sehr Charakteristisches an Kants Denken erfasst, nämlich die Tatsache, dass es Kant oft gelingt, ganz, ganz abstrakt auf bestimmte Phänomenbereiche, Erkenntnis, Schönheit, auch eben Moral zu schauen. Und zwar so abstrakt, dass dann es eben im Grunde von den historischen Gegebenheiten, unter denen Kant selber denkt und lebt, schon wieder unabhängig ist und deswegen übertragbar auf ganz andere Lebensverhältnisse, andere Epochen. Aber obwohl es so abstrakt ist, er trotzdem etwas substanziell Erhellendes darüber sagen kann. Ja, wie etwa im Fall des Schönen, die Theorie mit dem interesselosen Wohlgefallen, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass die Betrachtung schöner Dinge eine Art von Freude in uns auslöst, die nichts mit der Existenz des Gegenstandes zu tun hat, sondern in gewisser Weise mit seiner Form und der Weise, wie wir ihn erkennen können. Das ist so abstrakt und allgemein, aber andererseits ist es eben gerade zum Beispiel mit Blick auf die moderne Kunst des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts, etwa abstrakte Kunst, auf einmal anwendbar, von der Kant natürlich noch gar nichts wissen konnte. Ja, und es ist in Bezug auf die Ästhetik gelingt ihm ja, wie auf vielen anderen Feldern auch, gelingt es ihm, bestehende Gegensätze zur Auflösung zu bringen. Also man hat auf der einen Seite die stärker mit englischen und französischen Autoren verknüpfte sensualistische Perspektive auf Kunstwerke. Sie erfreuen und man kann sie genießen. Und wir haben auf der anderen Seite eine Gattungspoetik, die ganz stark auf die Botschaft abzielt. Also man wird einfach instruiert, was ist Tapferkeit, was ist anständiges Verhalten, was ist Unglück und so weiter. Und Kant verbindet das auf eine Weise, indem er sagt, ja, es gibt dieses interesseloses Wohlgefallen. Es ist also nicht Genuss, wie man ihn sich durch Kaffee oder Wein verschaffen kann. Und ich übersetze es ein bisschen, wir haben einen Impuls, darüber zu sprechen,
Also er sagt, wir sinnen dieses Urteil auch dem anderen an. Was bei Erdbeereis nicht so wäre, dass, wenn ich das gerne esse, käme ich nicht auf die Idee, dass sie das auch gerne essen müssten. Vielleicht kann ich mich wundern, aber ich würde jetzt nicht sagen, sie fallen jetzt aus der Zone der Vernunft, wenn sie sagen, das ertrage ich gar nicht, Erdbeereis. Das ist aber bei einem Kunstwerk anders. Ja. Also wenn ich jetzt sage, im kantischen Sinne habe ich ein interesseloses Wohlgefallen an einem Schubert-Streichquartett, dann würde ich sagen, das ist kein Fall von Erdbeereis. Was ja schon eine riskante Aussage ist. Ja, aber genau so sieht es Kant. Und ich finde, dass Sie damit wirklich nochmal ein ganz allgemeines Merkmal des kantischen Denkens ansprechen, das man eben nicht nur in der Ästhetik findet, sondern an ganz vielen Stellen und das wirklich auch ein Teil der besonderen Größe und Anschlussfähigkeit Kants ausmacht, dass Kant eben sehr häufig auf eine wirklich überraschende, originelle Art und Weise verkürzte Alternativen aufbricht. Also dann gibt es eben historische Gegensätze von Empirismus und Rationalismus und politischem Realismus und Idealismus und so weiter. Und Kant gelingt es irgendwie zu zeigen, dass beide Seiten was Richtiges treffen, aber eben auch nicht vollständig sind. Und er entwickelt eine Position, die vermittelt, aber eben auf eine konstruktive Art und Weise. Und das ist ja hier in diesem Fall der Ästhetik auch genau der Punkt. Also das ist, glaube ich, wirklich etwas ganz Charakteristisches für das Denken Kants. Jetzt nochmal eine ganz praktische Frage. Was soll jemand lesen, der noch nichts von Kant gelesen hat? Womit fängt man am besten an? Ich glaube, am besten an fängt man mit den kleineren Aufsätzen aus den 1780er Jahren. Also Was ist Aufklärung? Idee zu einer allgemeinen Geschichte, mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte, eigentlich mein Lieblingstext, dem Kant auf eine unglaublich witzige und irgendwie auch originelle und provokante Weise die Schöpfungsgeschichte neu interpretiert und den Sündenfall als ersten Akt menschlicher Freiheit beschreibt. Und das macht er auf eine absolut verblüffende Art und Weise, unter anderem auch mit Einsichten, Sie hatten eben auf Benjamin hingewiesen, Kants Erfahrungsarmut. Naja, aber Kant schreibt eben, dass mit dem Sündenfall und der Verhüllung des Körpers man keineswegs glauben sollte, dass die sexuelle Attraktion darunter leidet. Ganz im Gegenteil, das Verhüllen macht es eher noch interessanter. Also das sind Einsichten, die man von Immanuel Kant vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte, aber die findet man in diesen kleinen Schriften. Weiß man eigentlich, nur noch eine Neugierfrage, er ist getauft worden als Emanuel und hat das dann abgeändert. Weiß man warum? Nein, ich weiß nicht, warum er das getan hat. Ich wüsste auch nicht, dass es darüber Zeugnisse gibt. Aber es ist wohl richtig so, dass der Taufname Emanuel mit einem M gewesen ist und dann Immanuel mit I und zwei M sein Name gewesen ist, den er verwendet hat. Aber ich wüsste nicht, was ihn dazu bewogen hat. Ja, es hat ihn offenkundig, es ist so eine Anekdote, die Sie aufrufen, es hat ihn offenkundig, wurde eine Münze für ihn geprägt. Mit dem falschen Namen. Ja, und mit vielen anderen Fehlern, also da wurde offenbar alles falsch gemacht, was man überhaupt nur falsch machen konnte, und das hat ihn doch irgendwie sehr verärgert. Aber wir wollen nicht mit dem Ärger enden, sondern mit der Freude über diese wirklich, oft sagt man ja leicht zugänglich und dann heißt es schon, naja, er macht es ein bisschen einfach. Das ist nicht so, es ist Kant, der ihm hier wieder begegnet, aber in einer Form, die dem Leser sehr zugewandt ist. Insofern ein sehr, sehr erfreuliches Buch und ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Kaube.